So die Grundmotivation von uns, ne, die aus uns herauskam, war vor allem auch, einen Ort zu schaffen, an dem wir auch gern arbeiten wollen. Und der muss dann auch so aussehen, wie wir uns Arbeit vorstellen. Jetzt hier in Leipzig und Berlin und München und wo auch immer, hatten wir schon so viele schöne kreative Orte. Und hier in Erfurt entstehen einige gerade und wir wollten dann eben auch einen weiteren hinzufügen. War dann eben auch mein Ansatz von Anfang an zu sagen, okay, lass uns doch auch mal Kultur auf eigene Füße stellen und jetzt nicht immer so abhängig machen von Fördermitteln. Uns interessieren immer neue Ideen, neue Formate und so sind wir dann eben auch zusammengekommen bei dieser Überlegung, wie können wir eigentlich das Beste zusammenpacken, um hier einen Ort zu schaffen, der Kultur auch ein bisschen weiter definiert, durchaus auch bisschen die Nachbarschaft zu vereinzelten Events vielleicht auch eben mit einbezogen werden kann, was ja auch Kultur ist, wenn hier beispielsweise einmal im Quartal Oma Erna zeigt, wie man Thüringer Klöße kocht, ja, die Kochkultur. All das kommt so zusammen und wir wünschen uns natürlich halt irgendwie noch mehr Leute abzuholen, die das Ganze halt eben noch mit vervollständigen. Dass man hier möglicherweise auch ja, ein bisschen Starthilfe gibt für spannende Projekte, die aber eben vielleicht den Katalysator, ja, das Benzin sozusagen tanken müssen, das Kreativbenzin, um auch mit einer Dienstleistung oder mit einem Produkt das an den Markt zu bringen. Also das heißt so ähnlich wie halt, wenn ich eine Pflanze halt irgendwie pflanze, dann kann ich halt noch nicht, habe ich nicht das fertige Produkt, sondern ich gebe halt irgendwie den Raum und die Nährstoffe halt irgendwie zu wachsen. Und je nachdem halt einfach, wie viel Sonntag halt da ist, wir probieren das natürlich alles zu erzeugen, aber wird das halt einfach dann halt irgendwie eine große Sache.